Hi meine Lieben, ich bin's wieder, euer Sebi Force, und heute geht es um das Thema, braucht man für Reels wirklich Geduld? Das wird ein ganz kurzes Video, denn ich möchte euch eben meine Erfahrungen mit Reels sagen. Ich habe am Anfang relativ viele Reels hochgeladen, tatsächlich auch 2 oder 3 Stück am Tag, und ich hatte immer echt unterdurchschnittliche Views. Und auch meine letzten 2, 3 Videos haben unterdurchschnittlich wenig Views bekommen, zumindest in der Anfangszeit. Ich hatte mal so einen Push-Tag, keine Ahnung, was da los war, wahrscheinlich hat einer bei Instagram gesehen, oh, der Content ist cool. Push. Und dann ging es irgendwie ab. Da haben Videos, die seit 4, 5, 6 Wochen online waren, auf einmal zehntausende Views bekommen. Und ich habe gestern Abend wieder was Ähnliches erlebt. Ich hatte ein Video, das hatte 2000 Views. Also das ist eigentlich total, ja, abgekackt. Auf jeden Fall für meine Verhältnisse. Sowie aber auch alle letzten Videos. Und heute hat es 14.000 Aufrufe. Also es hat einfach seit gestern nochmal 12.000 Aufrufe dazu bekommen. Und das zeigt mir einfach, dass Reels, wenn man sie stehen lässt und gegebenenfalls in dieser Nische, in der du das Reel platziert hast, kein vernünftiger Content mehr ist, dann dein Content ausgespielt wird. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sagen wir mal, du machst den Hashtag lustig. Und 10.000 andere Leute nutzen den Hashtag lustig. Dann wird natürlich erstmal der allerbeste, also der viralste Content, der am meisten Engagement hat, genommen und noch mehr Leuten ausgespielt. Aber irgendwann ist das Thema auch ausgelutscht und es muss Nachschub sozusagen her. Und wenn du auf Platz 1.000 bist und 999 andere Reels wurden schon vorgestellt und du bist dann irgendwann dran mit deinem Reel, praktisch auf Platz 1.000, dann gehst halt auch du gegebenenfalls viral mit deinem Video. Natürlich hat es einen Grund, warum du nur auf Platz 1.000 bist. Es wird dann wahrscheinlich keine Millionen Aufrufe bekommen, aber mein eines Video, was jetzt eine 250.000 Aufrufe hat, hatte mal irgendwie 10.000 und einen Tag später hatte es 250.000. Also, der Content selber hat ja scheinbar gefallen, nur die Ausspielmetrik von Instagram ist da ein bisschen komisch. Wie können wir das Ganze denn jetzt für uns nutzen? Ganz einfach. Du lädst relativ viel hoch und nimmst immer andere Hashtags und versuchst dich überall möglichst gut zu platzieren, sodass du halt möglichst die Chance hast, wenn da kein Content mehr vorhanden ist, vor allen Dingen auch in den großen Hashtags, das ist ganz wichtig, dass du dann viel ausgespielt wirst und deine Videos dann viral gehen. Und so wirst wahrscheinlich auch du relativ guten Erfolg mit Reels haben können. Ich würde dir also empfehlen, lösche kein Video, lad viele hoch und egal, was die anderen Leute sagen, ey, deine Reels haben ja gar keine Reichweite mehr, weißt du, hör nicht drauf. Ich habe hier auch ständig Kommentare drunter, du hast hier nur 200-300 Views auf YouTube, aber willst uns was von Reichweite erzählen? Ey, was hat YouTube mit Lifestyle-Blogger auf Insta zu tun oder mit Comedy-Blogger auf TikTok? Die Leute sind einfach manchmal ein bisschen auf den Kopf gefallen. Denen darfst du nicht immer so viel Beachtung schenken. Deswegen Vollgas und dann wird das auch. Wie man viele Views mit Reels oder auch TikToks generiert, habe ich dir hier schon mal in einem anderen Video erklärt. Viel Spaß beim Ausprobieren und sag mir gerne mal, wie es bei dir so war. Erzähl mir gerne mal deine Erfahrungen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal rein. Bis dann, euer Sebi Force. Ciao.